Hallo Mitspieler, mein Name ist The Lowride und ich begrüße euch zur 34. Episode von Fallout Shelter. Ressourcen und der Tagesbericht B plus 120 Credits und im Hintergrund wird gekuschelt. Man wird gleich wieder mit Aktionen überfallen. So, Stufe hinterher. Training, wie blöde. Gut, haben wir erstmal alles abgeklickt. Wir sind voll, also Babys sind nicht zu erwarten. Hier rennt aber wieder ein Erwachsengewordener herum. Und wen haben wir hier geparkt? Den Lawrence, der gerne Sport trainieren würde. Aha. Gut, was machen denn unsere Explorer? In 23 Stunden kommt Jericho zurück. Mit einem Haufen bunten Zeug. Ja, 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 ja. 20. 30. 40. Haben wir noch. Gut, 50 Sachen. Sie ist einen Tag 21 Stunden unterwegs, hat auch ordentlich gesammelt. Neckischer Schlafanzug, C5, guck an. Komiker-Outfit. Gut, aber sie hat nur noch 5 Stimpacks. Würde ich sagen, rufen wir sie zurück. Oh oh, und Dennis hat es erwischt. Nach 9 Stunden. Muss mal reanimieren und rückrufen. Ja, White Bill, ne. Naja, das wird ja wieder in Sortiere vor dem Herrn. So, er ist auch runter mit Medipacks, ist fast tot, Eddie. Eddie hat aber gekämpft und Eddie kommt zurück. Ninja. Panzerbrechner können wir 3 bis 7. Verbesserter Laborkittel, auch schön. Ja, schöne neue Sachen dabei, von denen man noch nicht gehört hat. Also ich zumindest. Gut, dann gibt's aber zwischendurch. Oder meanwhile wieder Ressourcen und Stufen, würde ich sagen, aber es gibt eher Kakerlaken. Gammelt dann sonst noch irgendjemand hier rum? Kaffeepause-mäßig? Ja, wo ist Sarah? Da müssen wir erstmal warten, bis die Kakerlaken weg sind. Dann könnte ich doch eigentlich was zustecken. Kann auch gleich was kriegen. War schon wieder fast tot, gibt's doch ja nicht. Oh, eine noch, Leute. Na? Jawohl, endlich. Gut, sie kommt von der Kaffeepause hier ins Lager. Und wir haben noch Janet. Da ist er. Können wir auch hier reinschmeißen. Na, wo bleibt sie denn? Janet? Bin ich blind? Nee, da kommt sie ja. Ich wollte gerade sagen, wo die sich dann versteckt. Ja, eigentlich kenne ich alle Verstecke. Janet hat noch keine Waffe. Bekommt eine. 3 Mann mit ihm 4. Könnte mir vorstellen, dass wir in den Trainingsräumen rummachen, wenn wir das Kraftwerk ein bisschen vergrößert haben. Gut.
schaffe. Wo ist der Reaktor? Da ist er. 1,5. Nägel mit Köpfen. Als nächsten neuen Raum haben wir auch die Wasseraufbereitung. Die haben wir, seitdem wir 80 Leute sind. Und das ist ja Wasser. Wasser plus halt. Bessert Wasser. Und das wird ja bessere Entstrahlung sein. Durch die Nuka-Cola-Abfüller. Hm. Weil das hier auch schon Entstrahlung. Na, gucken wir uns das an. Den Nuka-Cola hatte ich ja bis jetzt auch noch nicht. Der soll enorm machen wird. Superkraftwerk steht. Und hier sind ja auch immer noch Leute, die noch nicht einsortiert sind. 1, 2, 3, 4, 5. Du bist Intelligenz, du bist. Ne, eigentlich bist du wenig Intelligenz. Aber du bist ja schwanger, was machen wir denn mit dir? Hier hätten wir noch beispielsweise einen I3er. Nehmen wir dich mal. Schmeißen dich hier rein. Nimm deine Kutte. Was zu sagen? Sozusagen entkuttet. So, willkommen in deiner neuen Arbeitsstelle. Viel Spaß. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Und da waren es wieder 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da bleiben wir noch einen Haufen Leute übrig. Sie können wir praktisch frei einteilen. Die schmeiße ich dann mal hier und hier rein. Er hat Charme und kam ja aus dem Radio. So, wo kam er denn her? Aus P. Der Super P. Mal schnell durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hier gehört er her. Und P3. Auf geht's. So, 650 Wasser en passant gesammelt. Na, geh doch mal weg. Hallo. Stimmt, 6, 7 mal drauf geklickt. Also 10 Babys kommen demnächst. Lass 12 Männer und 12 Frauen gemeinsam tanzen. Sammle 7 Waffen. Na, das wird alles passieren. Stand 5, 5, 5, 5, 5, 5. So, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Geht's, Leute. Einmal. Zweimal. Na. Drei. Und der letzte. Dann haben wir praktisch den kompletten neuen Reaktor schon mal gut besetzt. Relativ unspektakulär aus. Das ist wirklich der perfekte Job für mich, sagt sie. Zwei Militär haben wir nicht mehr, aber naja. Da wüsste ich was von. Gut, wie lange braucht ihr ungefähr?
Müssen wir erstmal ihren Durchlauf abwarten. Gut, und er würde gerne S können, also soll das hier lernen. War das nur mit euch? Hier würde sich I empfehlen. Naja, machen wir erstmal hier unten S voll. Die müssen noch eine ganze Weile trainieren, weil die haben jetzt alle oben durch die Bank weg, bis auf zwei Leute Stufe 4. Das heißt, die, die wir haben, müssen erstmal 5 bzw. dann 6 erlernen. Ausrüstung. Auch für ihn. Und für sie. Sehr schön, sehr schön. Und wo ich mal reinschauen wollte, war das dicke Buch. Wir hatten ja auch wieder haufenweise Zeugs gefunden. Die rostige Plasmapistole. Starke 11. Das Plasma ist vielleicht nicht so heiß, aber immer noch heiß genug. Das getunte Lasergewehr. Der Laser-Emitter wurde speziell für maximalen Schaden angepasst. Na, so haben wir es gerne. Und so macht Bum Bum. Infiltrierer, den hat er doch einer mitgebracht. Ballern, Feuer einstellen und den Leichenhaufen bewundern. Hm. Fire and Forget. Der rostige Raketenwerfer von Jericho. Ein bisschen verbeult, funktioniert aber noch und nur das zählt. Hm, ja, rostig, wenn es den dann noch innen neu gibt. Hm, Raum ist ja noch genug. Outfits. 31 von 90 Stück. Die robuste Lederausrüstung. Der Ödland-Klassiker verstärkt für die Anstrengung des Heldentums. Das Aussehen eines Spielers, das Können eines Betrügers, darauf solltest du setzen. Professoren-Outfit. Manchmal ist Intelligenz doch besser als Muskelkraft. Ach, als so eine Überraschungseiersprüche hier. Du lebst vielleicht nicht lange und in Frieden, aber zumindest hast du davon geträumt. Ja. So, Sci-Fi-Outfit. Die schwere Lederrüstung, Jäger oder Gejagter, Held oder Bösewicht, die richtige Bekleidung für krasse Typen. Ja, S3 ist schön. So, 31 von 90 haben wir durch und wir haben hier irgendwie einen Bewohner bekommen. Jericho. Und Jericho haben wir doch auch aus einer Lunchbox gezogen, bin ich der Meinung. Denke ich. So, ein Zyklus dauert 3 Minuten. Wie viel macht das Ding jetzt eigentlich? 57. Dann kann noch mit 11 verbessert werden für 6000. Ding im Vollausbau macht 66. Ding in der ersten Stufe 57. Also 68 in der zweiten Ausbaustufe. Ja, und vermutlich um die 80, wenn man es komplett aufrüstet. Meine Geld kommt ja zusammen. Irgendwie. Aber wir hatten wahrscheinlich erstmal noch bessere Ideen. Und zwar, die sind Bäder ausgebaut, ne? Sind die ausgebaut? Maximal. Na, wir sind zurück. Und er ist auch maximal. Ich weiß, wir bauen noch weitere Baracken, weil wir wollen ja die Schwangeren
sozusagen erlösen. Okay, Baracken. Baracken, Baracken, Baracken. Bauen. Da geht's los. Rose Myers und Robert Drake haben die Christina gemacht und Christina soll nicht mit Papa, also Drake. Ein Okay, noch ein Okay und ein bisschen Wasser. Wie viel kommen jetzt? 88. Na dann macht mal, Leute. Adam Bowman, Kyla Bowman, okay. Da mal die Folte verbessern. Eine optisch keine ganz so große Veränderung. Betty Myers, gezeugt von Adam und Christina, auch okay. Ausbau, aber besonders. Danke. Dylan Myers möchte gerne Hill heißen. Okay, okay. Ja, keine große Veränderung hier. Hat bloß eine dickere Tür. Und Julie Pratt wird ein Drake. Stephanie Myers wird auch wieder eine Drake. Und schauen wir doch mal die hier durch. Wir haben eine 4, eine 4, eine 4, eine 5, eine 5. Und noch eine 5. Gehen wir hier weiter. Hier haben wir eine 4, eine 4, eine 4, eine 4, eine 4, eine 4. Also hier können wir ja nicht austauschen. Und ein Raider-Angriff, wo man schon mal dabei ist. Ich finde es auch schade, dass sie nicht droppen. Ich meine, letztlich von Fallout kennt man es ja, dass man das, was man sieht, auch looten kann. What you see is what you get. Und das gibt es ja hier gar nicht. Und ich finde schon, dass die Raider auch mal eine Rüstung fallen lassen könnten. Oder ein bisschen Kohle. Irgendwas. Toll, jetzt habe ich praktisch, solange wir die jetzt brauchen, die neue maximal ausgebürtete Tür zu zerbrechen, muss ich warten, weil so lange ist ja ein Event. So lange sind mir die Hände. Also war keine gute Idee, die Tür zu aktualisieren bzw. aufzuwerten. Weil es dauert jetzt einfach nur länger. Rin kommen sie ja sowieso. Keine gute Idee. Nicht machen. Mit. Ja, ist er fertig? Sirene aus. A zu gucken. Wir haben A3, A3, A4, 4, 4, 4. A3, ist eine 3. Ist eine 3. Die werden
einfach erstmal ins Lager. Du bist eine 4. Du bist eine 3. Du bist eine 3. Mitkommen, verhaftet. Mittlerweile angekommen, sehr schön. Du warst auch eine 4. Nee, hier. Dann sind die erstmal wieder voll. Das ist eine 4, eine 5, eine 5. Praktisch noch eine 4 zu verteilen. Und dann nehmen wir doch gleich mal diesen Bewohner. Schmeißen dich darin und euch holen wir runter. Ein schönes Sortierspiel. Stufe. Jo, da überall diese Kinder jetzt. Angekommen und die Lager sind auch leer. Ich dass da jemand rumgammelt. Wir sind doch 88, noch zwei Plätze. Ich sehe hier noch eine Schwangere. Naja, dann werden wir auch diese, die in dieser Episode gezeugt bzw. befruchtet haben, genauso wie sie hier. Das wird gleich am Anfang passiert sein. Gut, Leute. Haben wir wieder für ein bisschen Ordnung gesorgt. Und es wird noch ein paar Episoden so weitergehen, Leute. Und würde mich freuen, wenn ihr weiter mit dabei bleibt. Wenn euch das gefallen hat, würde mir ein Abo sehr helfen. Genauso wie Daumen hoch, auch sehr hilfreich sind. Ja, wenn ihr was schreiben wollt, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.